Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit einem Unterricht über die Biografie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. In den letzten Unterrichten haben wir über die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten gesprochen. Wir haben erwähnt, was die Gründe waren, die dazu führten, dass die Muslime von Mekka nach Medina auswanderten. Und ebenfalls haben wir die Hijra von Abu Salama und seiner Frau Ummi Salama radiallahu anhum erwähnt, sowie die Hijra von Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu und Suhayb ibn al-Rumi radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir heute weitermachen mit der Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als die Götzendiener sahen, dass die Menschen Mekka verließen, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen die Hijra erlaubte und ihnen sagte, mir wurde das Land eurer Hijra gezeigt, begannen die Leute auszuwandern. Als die Götzendiener von Quraysh dies sahen, wollten sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam daran hindern zu gehen. Der Hadith über die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein langer Hadith. Aisha radiallahu anha überlieferte diesen Hadith. Und dieser Hadith wurde im Sahih al-Bukhari erwähnt. Und zwar sagte sie radiallahu anha, als die Muslime heimgesucht wurden, ging Abu Bakr in Richtung Habasha auswandernd. Yani am Anfang. Als das Leid, der Schaden der Mushrikun immer mehr wurde gegenüber den Muslimen, wollte Abu Bakr nach Habasha auswandern. Wie andere der Sahaba radiallahu anhu dies auch taten. Sie sagte, bis er Bark al-Ghimad oder Bark al-Ghumad erreichte. Und das ist ein Ort, der etwa 560 Kilometer südlich von Mekka liegt. Und zwar am Strand des Roten Meeres. Und dieser Ort, wird heute gesagt, heißt Al-Bark. Im Hadith Bark al-Ghimad. Als er dort ankam, traf ihn Ibn al-Daghina. Und dieser Ibn al-Daghina war der Führer des Stammes von Qara, yani die dort war. So sagte er, wohin willst du, Abu Bakr? Abu Bakr war bekannt. Er kannte Abu Bakr. So sagte Abu Bakr radiallahu anhu, mein Volk hat mich vertrieben. Und wir erwähnten dies unter den Gründen, die dazu führten, dass die Muslime auswanderten. Was? Der Schaden und das Leid der Kuffar von Quraysh gegenüber den Muslimen. Und die Unterdrückung, die sie erleben mussten. So dass sie es nicht mehr aushielten, in ihrer eigenen Heimat zu leben. So dass sie gingen. Und in Wirklichkeit wurden sie vertrieben. So sagte Abu Bakr, mein Volk hat mich vertrieben. Ich möchte im Land umherziehen, um meinem Herrn zu dienen. Ibn al-Daghina, als er dies hörte, sagte er, jemand wie du geht nicht und wird nicht vertrieben. Gewiss gibst du den Mittellosen und pflegst die Verwandtschaftsbande und hilfst den Schwachen und speist den Gast und stehst für die Sache der Wahrheit ein. Diese Eigenschaften, die Ibn al-Daghina hier erwähnte, von den Eigenschaften von Abu Bakr, erinnern uns an die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar erwähnte Khadija radiallahu anha,
genau die gleichen Eigenschaften von den Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem zum ersten Mal die Offenbarung zum Propheten kam sallallahu alaihi wasallam. Ibn Darin sagte zu Abu Bakr: Ich gewähre dir Schutz. Ich bürge für dich. Er sagte: Kehre zurück und diene deinem Herrn in deinem Land, in deiner Heimat. So reiste Ibn Darin ab und kehrte mit Abu Bakr zurück. Als sie dort ankamen, machte er bei den Angesehenen von Quraysh die Runde, yani Ibn Darin, und sagte ihnen: Jemand wie Abu Bakr geht nicht und wird nicht vertrieben. Vertreibt jemanden, der den Mittellosen gibt, der die Verwandtschaftsbande pflegt, der den Schwachen hilft, der den Gast speist und für die Angelegenheit der Wahrheit einsteht. Als Quraysh dies hörte, nahmen sie den Schutz von Ibn Darin für Abu Bakr an und gewährten Abu Bakr Schutz und Sicherheit. Doch sie sagten zu Ibn Darin: Befehle Abu Bakr, dass er seinen Herrn in seinem Haus anbetet. Er soll beten und lesen, was er will, doch er soll uns nicht damit stören. Und er soll dies nicht kundtun. Er soll es nicht öffentlich machen. Bei ihm zu Hause, wenn ihn niemand sieht, kein Problem, das ist seine Sache. Aber nicht öffentlich vor den Leuten. Was ist der Grund? Sie sagten: Wir fürchten, dass er unsere Kinder und unsere Frauen verlockt. Ibn Darin sagte dies zu Abu Bakr, dass dies die Bedingung ist, unter der er ihm diesen Schutz gewährt und unter der er wieder in Mekka, nach Mekka zurückkehren darf und dort in Ruhe gelassen wird und Sicherheit hat. So begann Abu Bakr, seinem Herrn in seinem Haus zu dienen und tat weder etwas vom Gebet noch vom Lesen, yani des Korans, kund. Außer zu Hause. Er betete und las den Koran nur zu Hause. Danach erschien Abu Bakr, aber dass es besser sei, es doch kundzutun. So errichtete er in seinem Vorhof seines Hauses einen Gebetsplatz, wo er betete und den Koran las. Als dies geschah, drängten sich die Frauen und die Kinder der Muschrikin zu seinem Haus, so sehr, dass sie sich gegenseitig zu Fall brachten. Sie waren verwundert und schauten ihn an. Und Abu Bakr war jemand, der viel weinte. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten, wenn er den Koran las. Dies bestürzte die Angesehenen von Quraysh, von den Götzendienern. So entsandten sie jemanden zu Ibn Darin, worauf er kam. So sagten sie zu ihm: Wir haben Abu Bakr Sicherheit gewährt, auf dass er seinen Herrn in seinem Haus dient. Doch er übertrat dies. Er errichtete einen Gebetsplatz im Vorhof seines Hauses und verrichtete das Gebet sowie das Lesen offenkundig. Und wir fürchten, dass er unsere Kinder und unsere Frauen verlockt. So geht zu ihm. Wenn er will, begnügt er sich damit, seinem Herrn in seinem Haus zu dienen, und tut dies. Und wenn er sich weigert und dies nur öffentlich machen will, dann bitte ihn darum, deinen Schutz zurückzugeben. Yani die Bürgschaft, diesen Schutz, der er ihm gewährte. Bitte ihn darum, dass er dir dies wieder zurückgibt. Denn wir möchten nicht
die Abmachung mit dir brechen und nicht erfüllen. Die Abmachung mit wem? Mit Ibn Darin. Und wir genehmigen nicht, dass Abu Bakr dies kundtut. Aisha radiallahu anha sagte, so ging Ibn Darin zu Abu Bakr und sagte ihm, du weißt, was wir vereinbaren. Entweder beschränkst du dich auf das, oder du gibst mir meinen Schutz zurück. Denn ich möchte nicht, dass die Araber hören, dass die Abmachung mit mir gebrochen wurde aufgrund eines Mannes, mit dem ich eine Vereinbarung hatte. So sagte Abu Bakr, ich gebe dir deinen Schutz zurück und gebe mich mit dem Schutz Allahs zufrieden. Aisha radiallahu anha sagte, zu diesem Zeitpunkt war der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, mir wurde das Land eurer Hijra gezeigt. Ich sah eine Landschaft, die eine salzhaltige Oberfläche hat, auf der nicht viel wächst. Doch diese Landschaft ist trotzdem palmenreich. Sie befindet sich zwischen zwei Vulkansteingebieten. So begannen die Leute Richtung Medina auszuwandern. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen dies erwähnte. Und ebenfalls kamen einige von Al-Habasha zurück und wanderten nach Medina aus. Abu Bakr bereitete sich vor, auszuwandern. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies mitbekam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr, warte, beeile dich nicht, denn ich hoffe darauf, dass es mir erlaubt wird. Und in einer Überlieferung, vielleicht gibt Allah dir einen Gefährten. So sagte Abu Bakr, hoffst du dies bei meinem Vater? Und dieses Wort bei meinem Vater oder bei meiner Mutter und bei meinem Vater, dies pflegten die Araber zu sagen, um damit den Angesprochenen hochzuschätzen und ihm Respekt zu erweisen. Gemeint ist nicht, ich schwöre bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Gemeint ist was? Ich opfere für dich meine Mutter und meinen Vater. Das ist damit gemeint und nicht ein Schwur. Und so pflegten die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu reden. Ich opfere meine Eltern für dich. Hoffst du dies wirklich? Dass sie zusammen die Hijra vollziehen? So sagte er ja, sallallahu alaihi wasallam. So hielt Abu Bakr sich selbst für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück, um ihn zu begleiten. Er wollte gehen, doch als er dies hörte, blieb er und geduldete sich. Und er fütterte zwei Reittiere, die bei ihm waren, die er kaufte, und fütterte mit Laub, Blättern, und zwar 4 Monate lang. Er wartete darauf, bis die Erlaubnis Allahs für seinen Propheten kam, um mit ihm auszuwandern. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir im nächsten Unterricht hier an dieser Stelle weitermachen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.